Guten Tag, Freunde des Computerspielens, zum nächsten Let's Test Out All Weapons Alive. Ja, hier, natürlich, random, sieht man sofort, aber hat mir irgendwie, weiß nicht, sah irgendwie lustig aus. Ich spiele heute mit Double Assault Shotgun, also hier normal und der Reskin. Haben beide halt 6 Schuss, seht ihr gleich in-game. Ich habe irgendwelche Dings da reingetan. Guck, ich habe mir ganz viel von VP auch gekauft, deswegen habe ich hier so die beiden. Ich habe, glaube ich, bei beiden so Small, Medium, Range Extension. Also irgendeinen Scheiß habe ich da reingetan. Das ist halt irgendwie, also nichts Wichtiges. Abilities habe ich so geskillt, 6 Sense 4, Nadespam 2 ist ja klar, weil ich mag nicht Nadespam mehr 2 machen, weil das ist OP-Shit. Der Rest ist eigentlich klar. Mach ich mal Play Now. Bis gleich. Oder ich lasse einfach laufen. Ich lasse einfach laufen, ist ja noch cooler. Muss ich natürlich jetzt in ein gutes Game kommen. Fortress Friends, ja, mal gucken. Also wurde sich halt gewünscht, Double Assault Shotgun und ich habe Single Nate noch mit dabei, einfach so. Ich bin gespannt, ich habe mir die halt schon mal gekauft, diese Kombi. Okay, ich höre mal kurz auf zu reden, ich muss erst gucken, ob das ein guter Service, weil sonst muss ich das normal machen. Schaut schön aus. Also, ich habe mir das schon mal gekauft. Ja, leck mich, Alter. Die will ich nicht treffen. Buddy disconnected from your channel. Okay, Leute, guter Anfang. Guter Anfang, ja. Ja, so geht's weiter. Also, wie gesagt, ne, ihr habt gerade gesehen, ich habe gerade das erste, also Play Now gemacht. Das ist die allererste Runde, die ich jetzt wieder, seitdem der Reskin rausgekommen ist, da habe ich mir das sofort gekauft und mal ausprobiert. Seitdem habe ich kein fucking Mal mit dieser Kombi gespielt. Wirklich kein Mal. Und weil sich das jetzt halt gewünscht wurde, habe ich das mal wieder rausgeholt sozusagen. Hier sind so viele Menus, das ist nicht schön. Und ich bin kein großer Dual Long Range Shotgun Spieler, bin kein, also überhaupt so Shotty Fan nicht. Aber natürlich für euch habe ich das, probiere ich das jetzt einfach mal aus. Also verzeiht mir, wenn ich komplett fade. Da am Anfang habt ihr ja gesehen gegen den Kapmendo, ne? Das war ja wohl gar nichts. Jawoll! Erster Kill. Oh nein, Tutup. Oh nein. Also der theoretische Damage-Output mit dieser Kombi ist übel krass, sage ich euch. Alter. Alter Schwede. Wie viele Mailendos in diesem Kack-Server, ha? Also das ist halt beide 6 Schuss. Also ist ja klar, das sind ja die gleichen Waffen. Die hält er hier ein bisschen komisch, finde ich. Und schießt auch, guck mal. Hört sich komisch an. Die hört sich geil an. Auf jeden Fall 6 Schuss. Sind halt eigentlich long. Also die Sachen sind very slow und long range. Very long oder so, keine Ahnung. Ich habe es mir nicht genau angeguckt. Sind halt natürlich auf long range. Wenn man gut trifft, machen sie auf mittlere und lange Distanz. Okay, lange nicht dann mehr, aber mittlere 40 Schaden. Und bis 60. Und man muss halt nur relativ so mittig treffen. Ich zeig's euch gleich mal. Das ist halt ein wirklich übler Damage-Output. Wenn man mal bedenkt, bam, 40, 40, 40. Das heißt, man kann am Ende locker zuschauen, wenn man halt gut trifft. Wenn man gut trifft, ja. Wenn man gut trifft, da ist das der Knackpunkt sozusagen. Ja, hier sieht man schon, auch auf die Distanz kann man da noch relativ bisschen was reißen. Jetzt natürlich die Ammo leer. Also es geht, auf sehr lange Distanz geht es anscheinend auch ganz gut. Hier, das ist einfach, auf diese Distanz ist einfach krass. Okay. So. Ich finde das ganz schwierig, das muss man echt üben, bei diesem Double Long Range Quatsch, ne? Ist das so schwer, also, ne, es ist nicht richtig schwer, aber man muss sich erstmal angewöhnen, hier die ganze Zeit zu switchen und so und das halt so zu koordinieren. Und das ist mit Assault Shotgun nochmal ein bisschen anders, weil
die Nachladezeit, um den nächsten Schuss abzusetzen, also anzusetzen, ist ein bisschen länger als bei der, also was heißt ein bisschen, relativ länger als bei der normalen Long Range Shotgun. Und deswegen kann man nicht durchgängig sozusagen ballern wie bei der anderen Kombi, sondern muss halt immer kurz warten. Da muss man halt sich sozusagen so einen guten Rhythmus finden, würde ich mal sagen, wo man dann halt sozusagen immer halt schießt und halt alles sozusagen mitnimmt. Guck, da habe ich das jetzt mal relativ gut geschafft. Schade, hätte ein schöner Airbonus werden können. Habe ich das halt, wenn man da so den Rhythmus raus hat und gut trifft, ist diese Kombi, what the fuck, ziemlich OP, denke ich mal. Oh Gott. Guck, aber ich bin noch ein richtiger Noob in dieser Kombination, das gebe ich auch komplett zu. Ihr seht ja, ich bin richtig schlecht und konzentriere mich, muss mich noch richtig konzentrieren, halt zu switchen und so. Das nimmt halt so viel Zeit. Ich hatte ja im Heal, ich hätte viele machen können, aber habe nichts gemacht, weil ich mich noch so konzentrieren musste auf das Switchen und so. Das automatisiert sich, wenn man das ein bisschen gespielt hat. Und dann wird die Kombi immer stärker. Ist natürlich auf, ich finde, auf mittlere Distanz ist sie am stärksten. Auf Long geht sie auch noch. Und auf Nah, also auf Nah ist es noch schwieriger zu treffen. Aber wenn man es halt weiterhin gut schafft zu treffen, dann ist es trotzdem noch auch auf Nah gut. Hier, guck mal, habt ihr gesehen, einfach 42er Shot. Jetzt ist die Runde leider schon zu Ende. Oh Mann, Leute, ich war der Last Kill. Das war jetzt hier mal Double Assault Shotgun. Es ist speziell, wenn man es ein bisschen übt, ist es richtig, richtig OP. Also, ihr könnt es mal ausprobieren. Ist nicht ganz billig, glaube ich, sich die beiden einfach mal so zu holen, aber ist eine richtig gute Kombo. Ich habe jetzt ein bisschen verkackt, waren viele Mandos, ich bin nicht gut damit. Aber zum Beispiel Renke kann gut Double Long Range spielen. Der würde damit alles holen. Das ist echt übertrieben gut. Hoffe, ich konnte euch einen kleinen Anreiz geben. Würde mich über einen Daumen hoch freuen. Zackchen, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.